Der Post-Spider-Man-No-Way-Home-Stunt-Koordinators George Cattle sorgte in den vergangenen Tagen für großes Aufsehen in der Fangemeinde. Nach dem Abschluss der Dreharbeiten bedankte sich Cattle bei zahlreichen Personen des Teams wie Tom Holland und Zendaya. Soweit nicht außergewöhnlich. Bemerkenswert war allerdings die Nennung von Stuntman Chris Daniels, der Tobey Maguire bereits in der Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi unterstützte. Das im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Andrew Garfield Stuntman William Spencer kürzlich Bilder von der Zusammenarbeit mit Tom Holland Stuntman Greg Townley veröffentlichte, spricht doch sehr für einen Auftritt der drei Spider-Man im gleichen Film. Ergänzend dazu kam am vergangenen Montag außerdem ans Licht, dass Roger Perra, der spanische Synchronsprecher von Tobey Maguire, bereits an Spider-Man No Way Home arbeite. Ziemlich viele Hinweise auf das Trio. Offiziell hält sich Marvel aber immer noch aus den Spekulationen der Fans raus. Spider-Man No Way Home erscheint am 16. Dezember 2021.